So. Oh, jetzt. So, herzlich willkommen, du. Klar. Also, meintest Etherwheel und Doom Eternal werde ich. Nein. Möchte ich nicht. So, jetzt nehmen wir den 1er. Mal gucken, wo wir bei dem Du. Bei Mindtest Etherwheel waren. Ah, ja, der hier waren wir ja dabei, unser kleines Bädchen aufzubauen. Warum haben wir kein Inventar? Hier hinten waren unsere Kisten, oder? Ja. Da hinten, okay. Schon lange her. Aber trotzdem erinnert. So. Genau, hier hatten wir hoffenweise Kackgedöns-Scheiße. Wir könnten ein bisschen Dünger herstellen. Wir haben ja hier dieses grüne Dünger. Jetzt muss ich überlegen, für dieses braune Dünger, da brauchen wir eigentlich. Ja, brauchen wir nur Holz, aber wir brauchen ja, um dieses Grüne herzustellen, brauchen wir das Braune und das Weiße. Und für das Weiße brauchen wir Knochen. Und da kommen wir am ehesten ran, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen buddeln, oder? Oh, da hat jemand ein Haus gebaut. Dahinter hat eigentlich jemand ein Haus gebaut. Und wenn das nicht schön ist und nicht protected ist, dann reiße ich es jetzt ab. Einfach, weil es mir Spaß macht. Sogar mit Erde. Alter, ich glaub das nicht. Ach nee, ist im Protected-Bereich. Schade. Ach, ist hier direkt bei uns? Lol. Es sieht tatsächlich trotzdem ein bisschen besser aus. Okay. Chest, aber steht leider nicht dran, wem die gehören. Sind doch alle leer. Okay. Ein Laub drinne, ja, okay. Ja. Hä? Okay. Bist du mit Laub zugemacht? Kann man machen. Linux, okay, bitte per Doppel-Eisentür dann rein. Haben Geeks da. Siehe meine Eisen links? Was? Linux Dirk, hier bitte. Linux Dirk, hier bitte Doppeleisentür einbauen. Sie hier links bei mir. Ich komme nicht mehr rein. Auch nicht bei Thomas, auch nicht bei Dreck. Wir haben Maschine noch nicht. Okay, interessant. Ja, ich bin da gerade nicht Ronix, sondern ich bin da gerade nicht Volker, sondern ich bin da hier als Ronix on. Von daher kann ich hier gerade gar nichts machen. Wobei doch, ich habe die Berechtigung. Hä, ich bin doch hier Owner. Ich stehe doch in der Liste. Ich bin doch Ehrengast. Das heißt also, diese Owner der Tür selber geht noch über die Area. Ist ja interessant. Na gut. Dann ist das so. Da kann ich da sowieso nichts machen. Ich könnte zwar noch weitere Eisentüren hinstellen, so wie das steht, aber nicht jetzt im Let's Play. Das ist mir definitiv nichts. So, hier haben wir fehlendes Wasser. Aber überall fehlendes Wasser. Och Leute, wisst ihr nicht mal, wie ihr Wasser multipliziert? Ach Leute. So, eine Melone. Hä? Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Schnell weg, bevor es einer sieht. So, bleiben wir mal lieber hier bei unserem Beten. Haben wir schon genug zu tun. Hier sieht es aus, als wenn hier schon was fertig wäre. Ja. Definitiv fertig.
Können wir uns schon mal geschmorte Kartoffeln machen? Oder? Doch, reicht. Okay. Haben wir schon einen Ofen? Weiß ich gerade gar nicht. Einen Ofen haben wir, glaube ich, schon, ne? Dachten. Ja, wir haben Ofen. Sehr schön. Geschmorte Kartoffel. So. Kann man mal ein bisschen warten. Wir sind ja hier in Wartenberg. Okay. Feier. Diese schönen Laubblätter, schönen Kirschenblüten. Ja, stimmt, sind ja eigentlich keine Blätter, sondern sind ja Blüten. Sakura Leaves. Voll Kirschbäume haben? Haben die Blätter? Nee, die haben nur die Blüten. Oder werden die Blüten zu Blätter? Ich hab keine Ahnung. Und das als Japan-Freund. Ich möchte mich spontan selbst erhängen. Danke. Oder wie gesagt, die haben in der Blüte haben die halt ihre Blüten. Daher auch der Name. Nur eben, die Blüten werden ja später zu Blättern und dann sind sie aber nicht mehr so rosafarbend. Halt also, wenn sie rosa oder weiß sind, das wie es hier ja gezeigt ist, diese typische Farbe, dann sind es eigentlich keine Blätter, sondern Blüten. Ist aber auch eigentlich völlig egal. Was rede ich hier die ganze Zeit? So. Erdbeeren können wir immer mal mitnehmen. Ich weiß gerade gar nicht, was man hier so alles machen kann aus Erdbeeren. Aber mindestens Donuts kann man machen. Da bin ich mir quasi sicher. So, gucken wir mal. Donut. Kürbisteig. Banane. Alter, es gibt hier so scheiß viele Sachen. Irgendein Gegenstand, der zur krumme Food Floor gehört. Ach so, ja. Normales Mehl und Meerkornmehl. Das können wir, glaube ich, auch sogar schon machen, weil wir haben diverse Sorten, oder? Nein, haben wir nicht. Wir haben gar keins. Lol. Ja, gut. Mehl brauchen wir so oder so. Also wir müssen irgendwie erstmal an Mehl rankommen. Aber wir haben, glaube ich... Ach doch, wir haben doch auf dem Feld haben wir doch angepflanzt. Eben. Wir haben da hier unten alles angepflanzt, was wir so an Mehl technisch haben. Ich weiß halt nur nicht, ob wir da nur eine einzige Mehlsorte haben oder ob wir da jetzt nicht verschiedene Mehlsorten haben. Aber es sieht so aus, als wenn da mehrere Sachen wachsen. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Mehlsorte und hier haben wir halt eine andere Mehlsorte. So, hier wächst etwas ganz anderes und hier wächst auch viele andere Sachen. Und hier wächst wahrscheinlich Gurke. Weil Gurke und Kartoffeln sind ja die Sachen, die wie gesagt am krassesten sind. Also, vor allem Kartoffeln, aber in Kombination mit Gurke ist es halt nochmal Overkiller. Potato. Können wir nämlich hier so einen schicken Salat machen. Und der pfeffert gut rein. Soweit ich weiß. Ich habe aber mittlerweile schon so lange nicht mehr gespielt. Kann sein, dass alles, was ich gerade sage, kompletter Hirngespinst ist. Und eigentlich gar nicht stimmt. Das wäre traurig, aber gut. Na gut. Ja, von daher gucken wir mal gucken, was wir mit Erdbeeren machen. Ich weiß nur nicht mehr, Gott, heißt Erdbeeren auf Englisch? Strawberry, oder? Kann das sein? Okay. Ach so, siehst du? So geht's ja auch. Da haben wir noch alles, was wir brauchen. Ach, das waren Apfeldonut, keine Naja. Ich dachte, das war Erdbeeren, weil es so rot war.
Weil Äpfel sind zwar, sind, naja, Äpfel sind nicht rot. Die Schale ist rot, ja, aber das Gericht, was man daraus macht, hat dann vielleicht so rote Stückchen, wenn man die Schale mit verarbeitet hätte. Was man eigentlich nicht macht. Aber gut, lassen wir das. Kann man denn aus Äpfeln überhaupt irgendwas machen? Rhabarberkuchen. Himbeersmoothie, oh lecker. Türkische Delier, ja. Klingt schon so türkisch. Ah, hätte ich zerschneiden müssen. Okay, wieder was gelernt. Aua. Das hat gerade gesessen. Für alle, die Gehörsturz haben, es ist nicht meine Schuld. Bowl of Shield. Das ist krank geil. Digga. Was? Nicht mal Reis? Schade. Aber irgendwie mit Erdbeeren gibt es hier gar nichts, oder? Kann das sein? Okay, interessant. Hier gibt es so viele geile Sachen. Ah ja, Kürbisbrot, ist nicht so meins jetzt privat, aber ich meine, hier im Ingame kann man das natürlich machen. Hier gibt es echt eine ganze Menge Salz. Ah, lol. Verdunstung ist natürlich auch eine witzige Sache. Rosenwasser. Schmeckt das eigentlich? Kann man. Also, Rosenwasser ist ja. Ich weiß gar nicht. Ist das eigentlich eher so was zum Verzieren oder kann man Rosenwasser tatsächlich trinken? Gute Frage. Echt gute Frage. Also, hier Schokodonut. Brauchen wir ja Kakao. Siehst du, wir brauchen unbedingt Kakao. Wir müssen unbedingt Kakao anpflanzen, damit wir hier Kekse machen können. Kekse ist die Welt. Haben wir irgendwo Dschungel? Nee, ne? Und Kakao so haben wir auch noch nicht. Das ist natürlich tragisch. Extremst tragisch. Die Frage ist auch, kann man die einfach wieder anpflanzen? Ich versuch's mal hier direkt bei uns. Nee, kann man nicht. Denn wahrscheinlich also doch auf den Feldern. Da haben wir eh schon ein Beet, wo alles Mögliche wächst. Da können wir auch sowas hier machen. So, aber haben wir schon mal ein paar Gurken? Die brauchen wir ja noch ein bisschen. Reicht. So, jetzt haben wir Gurken und Gurken und gebratene Kartoffeln. Können wir uns quasi schon mal die erste Energy Food machen? Das wird ganz geil. So, haben wir eine Schüssel? Haben wir natürlich nicht. Ist das, ich habe hier noch Rucksäcke, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe gar nichts, Alter. Oh Gott. Halt, bevor ich irgendwas verkacke. Erstmal gucken. Was ist das denn? Ah, richtig guter Kuchen. Oh, geil, Alter. Das ist eine kranke Kombi. Schokolade und Orangen ist richtig hammer geil. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schwarze Schokolade isst, also diese extrem bittere Schokolade mit Orange. Na, hat schon einen eigenen Flair. Gut, was ich jetzt eigentlich suchen wollte, ist das hier. Und zwar. Okay, ist eine ganz normale Schüssel. Sehr schön. Dann in Fertigung. Achso, ja, wir brauchen erstmal Holz. 4 Stück gleich. Passt ja. Genau so viel, wie wir hier brauchen. Ja klar, aber war das nicht genau falsch rum. Arschloch. Ja, leck mich doch am Arsch. Man kann die sogar stecken.
Das ist geil. Boah. Okay. Also wir hatten davor 18 Sättigung. Das heißt, wir haben eine Sättigung von mehr als 10 bekommen. Das ist fett. Das ist richtig, oh, das ist richtig arschgeil. Das freut mich. Das gefällt mir. So kann man das auf jeden Fall machen. Da hinten sind noch mal gucken. Kann ich vielleicht noch mal irgendwas machen? Wetten wieder falsch rum. Ah, nee, richtig rum. Sehr schön. Okay. So, dann suchen wir mal hier ein bisschen, ob wir hier irgendwie, naja, Dschungel, ich weiß nicht, ob wir Dschungel finden. Wäre natürlich geil. Aber dass wir wenigstens irgendwie mal Kakao finden, weil das wäre schon echt krank geil. Ne, ein bisschen Kakao. Da hinten ist was Schwarzes. Ach so, ist wieder so ein verbranntes Gebiet. Hier kommen Pilze, also sieht das auch nicht so unbedingt nach Dschungel aus. Ja, da hinten ist auch verbrannt. Ne, das ist also auch definitiv kein Dschungel in der Nähe. Und so weit rumrennen möchte ich jetzt auch nicht. Von daher bleiben wir erstmal hier in der Nähe. Mal gucken mal, ob wir hier was. Oh, schon habe ich mich verlaufen. Boah, diese ganzen Blätter hier in der Fresse. Lalalala. Ja, das ist der Dschungel. So, das müsste aber genau in die Richtung laufen, damit wir, wenn wir da zurücklaufen, einfach nur genau gegenüber laufen können. Sicherheitshalber gucken nach dem Stand der Wolken. Die kommen von rechts nach links. Wenn wir also zurücklaufen, müssen wir von links nach rechts laufen. So, gibt hier bitte Kakao. Einmal Kakao bitte für die Armen. Da hinten, das sieht aus wie Kakao, ist aber gelb. Ist also nicht reif. Wir brauchen rote oder also rötliche. Ah, der ist noch komplett unreif, ist noch richtig grün. Da ist auch wieder gelb. Wir könnten hier natürlich auch einfach eine Weile stehen bleiben, dann wird es ja irgendwann rot. Könnt natürlich auch uns hier direkt ein bisschen hochbaggern in der Zeit, bis es rot wird. Haben wir Sand dabei? Garantiert nicht. Warum auch? Warum auch? Ich muss mir auch ein bisschen Sand klauen. Hier sieht es gut aus. Ich weiß nicht, Zwiebeln essen, ich meine, im Echt tue ich das jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe halt gute Erinnerungen an Zwiebeln essen. Wie gesagt, das habe ich ja schon mal erzählt, damals bei einer meiner Praktika. Da war ja der nette Herr Kollege, ist immer noch gelb, ich glaube es nicht. Weil der nette Herr Kollege, der da den ganzen lieben langen Tag nur Zwiebeln gegessen hat und Brot. So, können wir mal ein bisschen warten. Ach Gott. Tja, das muss jetzt alles hier rot werden, ne? Gucken, ob der andere vielleicht schon rot geworden ist. Das heißt, das ist jetzt super, dass wir erst die Erde aufgebaut haben. Arschloch. So, wo war der andere? Der war doch hier weiter vorne, oder? Ist auch noch gelb. Ey, schau dich. Vor allem, der ist auch wesentlich höher. Da kommen wir so also gar nicht so einfach ran. Mann, ich will nur Kakao haben. Und ich weiß nicht, wenn man den jetzt so pflücken würde, dann würde man zwar, glaube ich, einen bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das mit einer Wahrscheinlichkeit verbunden ist oder ob man immer einen bekommt.
Von daher möchte ich das jetzt gerade nicht unbedingt riskieren. Ist hier noch irgendwie vielleicht was Rotes? Hä? Ja, Arschlöcher? Ist gar nichts mehr. Nö. Mehr Kakao gibt's gar nicht. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich auf die beiden, die wir haben, konzentrieren. Und warten, bis sie rot werden. Das ist extrem deprimierend. Das ist echt deprimierend. Wow. Ach komm, leck mich. Okay. Dann lässt es also warten. Ich habe nur euch, ich habe aber auch keinen Plan, wie lange sowas dauert. Gut, ich würde sagen, wir unterbrechen am besten die Folge. Ist sowieso schon lange, wahrscheinlich schon lange viel zu spät. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schauen wir fort.